herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus der Berner Altstadt. Wir haben folgende Themen für euch in der Sendung. Feiern in Victoria Jungfrau, der Brand in der Pelletfabrik und die Zeitumstellung am Zeitglocken. Das Victoria Jungfrau Grand Hotel und Spa tut viel Festchen feiern, auch im Herbst. Sei es ein sorgfältig geplanter Firmenanlass, eine spontane Hochzeitsfeier oder einfach ein Geburtstagsfestchen. Das Hotel Interlaken bietet für alle Anlässe den passenden Rahmen. Das erklärt der Chef Nico Braunwalder meinem Kollegen Patrick Schmid. Der Gast soll sich hier wohlfühlen, mit seinen Kollegen und Freunden treffen und in einem ganz entspannten Rahmen essen. Und das sehr klassisch italienisch. Wir passen uns das Menü in den Jahreszeiten an und natürlich auch dem, was die Region zu bieten hat. Die Wildsaison ist natürlich jetzt gross im Kurs in allen Restaurants. Auch hier haben wir ein kleines Menü. Wird dann ab dem 1. November geändert. Da kommen noch ein paar Überraschungen auf die Karte drauf. Feiern haben wir viel, das ist richtig, absolut. Ich glaube, was einem so in Erinnerung bleibt, sind grosse Anlässe, wo man das Restaurant transformiert. Aber natürlich sind es auch Familienfeiern. Wir haben auch schon spontane Hochzeiten gehabt. Und das ist gerade letzte Woche passiert, wo 20 Leute so ganz spontan reingelaufen sind. Und dann haben wir noch feiern. Und das haben wir auch möglich machen und organisieren. Und das macht es halt spannend. Wir haben für jeden irgendetwas. Wir haben spezielle Kindermenü. Aber das Wichtigste ist, dass man neu ein Kind in den Kids Club geben kann. In der Zeit, in der die Eltern da am Essen sind. Damit sie nicht die ganze Zeit am Tisch sitzen, damit sie sich bewegen und unterhalten werden. Den Kids Club den haben wir im Juni 2022 eröffnet und haben jetzt wirklich gerade diesen Sommer noch den Aussenspielplatz, den ihr hier im Hintergrund auch seht, eröffnet. Der ist auf zwei Stück verteilt. Der bietet sehr viel für Kinder. Es hat ein Musikzimmer, es hat eine Bibliothek, es hat ein grosses Spielzimmer, es hat einen Bastelraum und einen Computerraum. Also ich hätte gerne in so einem Umfeld gespielt. Es ist ja nicht nur die Aktivität im Kids Club selber, sondern wir haben auch noch ein Rahmenprogramm rundherum. Die Kinder gehen Pizza backen, gehen in Splash Hour im Spa. Also es gibt verschiedene Aktivitäten rund um den Kids Club selber auch. Dann ist das heute gut gelaufen in dem Fall im Spa? Oder? Wir hatten einen verregneten Sommer. Wir haben die Terrasse leider wenig offen im Vergleich zu anderen Jahren. Andererseits hat der Spa wiederum profitiert. Das sind 5.500 Quadratmeter auf Fläche. Es hat verschiedene Behandlungszimmer, wo man sich Massagen und was man halt sich alles vorstellt, kann haben. Auch das Gym ist natürlich gross, es hat noch eine Indoor-Tennishalle. Also es hat viele Möglichkeiten für die Gäste, sich zu unterhalten, auch bei schlechtem Wetter. Vor 2 Wochen hat die Pelletfabrik in Ringgenberg gebrannt. Ich bin vorbeigegangen und habe mir vor Ort ein Bild von Brandruinen gemacht. Der Geschäftsführer René Häsler erzählt in meinem Beitrag, wieso es ihm schon viel besser geht und was ihm in dieser schwierigen Zeit Kraft gibt. Es ist gerade so gewesen, nach dem Brand, als ich hierher gekommen bin, war natürlich gerade mal der Schock da gewesen. Ich wollte zuerst nicht wahrhaben, nach all die Fragen, wieso passiert das gerade uns. Aber nachher muss ich sagen, habe ich gesehen, wie professionell und gute Feuerwehr da geschafft hat. Und wo mir dann bewusst worden ist, dass man doch einiges halten kann. Insbesondere die Silo und auch durch Brandmauer ja Presse. Also das ist mir schon wesentlich besser gegangen. Wir haben uns entschlossen, wie wir ja schon angemeldet waren vor dem Brand, dass wir dort an der IGA teilnehmen. Es ist nicht allen gleich leicht gefallen. Aber aus meiner Sicht muss ich sagen, es war wirklich, wirklich toll gewesen, wie viel Mitgefühl, wie viele Solidaritätsbekundungen wir von den Leuten bekommen haben. Und das war einfach auch etwas, was uns aufgebaut hat und geholfen hat. Es ist sogar so weit gegangen, dass wir wirklich eine Flut von E-Mails bekommen haben. Leute, die ihre freiwillige Hilfe angeboten haben. Dann haben wir ja vor dem Brand noch Rechnungen gestellt für ausgelieferte Pellets. Da ist grosszügig aufgerundet worden. Zum Beispiel 135 Franken, dass es einen runden Betrag gibt mehr oder 150 Franken mehr. Also unglaublich toll.
Wir haben im Moment wirklich noch Pellets zum Ausliefern, aber das lange vielleicht noch bis Ende Jahr. Darum müssen wir jetzt wirklich schauen, dass wir möglichst schnell ein Provisorium errichten können, dass wir dort nahtlos dann weiter lieferfähig sind. Wie gesagt, dank dem, dass einiges nicht abgebrannt ist, sind wir in der Lage, Provisorien einzurichten. Wobei dann natürlich die Produktion nicht bei 100% ist wie vorher, sondern zwischen 65% und 70%. Ich habe immer gesagt, wir sind hier zu fünften und wenn du einen Knebel nimmst aus dem Wald, dann kannst du den brechen über dem Knie. Wenn du 5 Knebel nimmst, dann kannst du die nicht mehr brechen. Und insofern müssen wir die 5. zusammenheben und dann sind wir stark. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist wieder einmal die Zeitumstellung und wir können eine Stunde mehr Schlaf geniessen. Bei uns auf den Handys passiert das ganz automatisch. Beim Berner Wahrzeichen hinter mir ist das aber nicht so. Meine Kollegin Anina Häusli hat beim Zeitglockenrichter Mario Marti vorbeigeschaut und ihn gefragt, auf was er achten muss und wie das die ganze Zeitumstellung passiert. Ich habe schon als Gimmeler angefangen, als Student. Da habe ich so mein Sackgeld verdient und hier aufgezogen. Damals war noch mein Vater zuständig für die Uhr. Letztes Jahr ist er leider gestorben und seitdem bin ich jetzt zu 100% verantwortlich. Wie funktioniert jetzt die Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit? Also im Herbst, auf die Winterzeit, ist es nicht so kompliziert. Es dauert einfach eine Stunde. Ich komme hier rein in die Durakammer und tue die Tour abstellen. Ich tue das Pendel dort hinten anhalten. Dann warte ich eine Stunde und nach einer Stunde tue ich die Tour wieder an und sie läuft weiter. Und im Frühling, wie sieht es denn aus? Im Frühling ist es etwas komplizierter, ein bisschen mehr Action. Es geht dafür schneller. Da tue ich die Tour auch anhalten und nachher tue ich sie schneller ablaufen. Also ich tue die Stunde aufholen. Du quasi in 3, 4, 5 Minuten tue ich eine Stunde durchrasseln, den Klepp zu Macht ziehen. Und dann muss ich sie im richtigen Moment wieder anhalten und laufen. Was fasziniert euch an dieser Arbeit als Zeitglockenrichter? Ja, das Faszinierende, wenn man in diesem Raum ist, ist, dass man in die Zeit spürt. Oder? Man hat hier einfach, ja, nimmt die Zeit wahr. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich einfach das Uhrwerk, das alles mechanisch, 1530 gebaut, das funktioniert immer noch. Das meiste sind Originalteile. Also es hat keinen Strom, keinen Chip, keinen Computer und es funktioniert alles wunderbar. Also für uns natürlich das Schlimmste und das Peinlichste ist, wenn wir vergessen aufzuziehen. Man muss die Uhr jeden Tag aufziehen. Und wenn wir das vergessen, dann sind die Gewichte hier am Boden und die Uhr steht still. Und dann läutet natürlich sehr schnell jemand an, von den Nachbarn oder von den Stadtführerinnen und Stadtführern. Und dann müssen wir das sehr schnell wieder einrichten. Das braucht seine Zeit, bis das alles wieder eingerichtet ist. Also das ist für uns das Peinlichste. Daneben ist natürlich, wegen der Panne ist natürlich auch nicht gut. Also vor ein paar Jahren ist dann ein Metallteil abgebrochen, wo man dann musste organisieren müssen, dass da ein Schlosser kam und das geflickt hat. Das sind so die Sachen, die passieren können. Wir schalten von Berner Altstadt auf ins Plattform J-Studio, ins Futterhaus. Wenn das der Matthias Mast heute zusammen im Zentrum begrüßt, erzählt er euch selber. Was passiert, wenn der Krimi-Autor, der das Buch schreibt, der Krimi schreibt, selber stirbt? Und was passiert dann mit dem Autor? Was passiert mit den Büchern? Schreibt er weiter etc.? Es ist ein spannender Talk, der auf euch wartet, mit dem Schriftsteller Thomas Bornhaus. Das wäre schon wieder mit dem heutigen Panorama aus der Berner Altstadt. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr wie immer bei uns auf der Website oder auch in der App. Jetzt erzählen euch meine Kolleginnen und Kollegen von Meteo News, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Merci vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Abend zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern.
Wir haben Freitagabend, hier ist das Wetterupdate auf der Plattform J. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen. Da es keinen Nebel hatte, haben wir heute einen freundlichen Tag geniessen. Am Wochenende ändert sich nicht allzu viel. Wir haben Tiefdruckzonen hier über Westeuropa, das Hoch über Osteuropa. Wir liegen also im Sandwich dazwischen. Hier haben wir die südliche Anströmung über die Alpen. Leichte Föhntendenz auch auf der Alpen-Nordseite. Morgen am Samstag hat es zuerst Nebel im Flachland oder tiefen Hochnebel. Die Obergrenze bei 800 bis 1000 Meter. In den Bergen ist es zum Teil sonnig. Ja, und der Hochnebel oder Nebel, der rum hat, der kann sich da und dort auflockern im Laufe des Tages. Vermutlich aber nicht ganz überall. Dort, wo er sich aber auflockert und außerhalb des Nebel, bleibt es bei einer Mischung aus Sonne und Wolken freundlich. Die Maximaltemperaturen erreichen rund 14 bis 15 Grad. Am Sonntag zum Teil auch ein bisschen Nebel im Flachland, zwischen Mix aus Sonne und Wolken, ein paar wenige Regentropfen. Nicht restlos ausgeschlossen, meistens ist es aber trocken. Und vom Montag bis am kommenden Donnerstag dann teilweise neblig im Flachland, sonst aber oft recht sonnig. Schönes Wetter in den Bergen, die Temperaturen ändern sich nicht gross, vor allem mit der Höhe bleibt es nach wie vor ziemlich mild. Wir haben schönes Wanderwetter dann in den Bergen in den kommenden Wochen. Danke vielmals fürs Zuschauen und jetzt zuerst mal ganz schönes Wochenende.